Tutami, euer Shop, wenn es um Tabletop geht. Urban Artworks, euer 3D-Spezialist für Miniaturen und Gelände. Ihr habt lange genug gewartet, aber jetzt sind wir da. 40k Kings of the Hill, jetzt gibt's die Bars. Mach die Airbrush an und dann base die Figur. Pack die Würfel in den Sack und dann straight auf die Tour. Fahr nach Wertburg, Berlin, München oder Hamburg. Spellica, TTM, egal welcher Standort. Hauptsache zocken, je härter, desto besser. Battle Rap Tactics, jede Woche fresher. Planet Erenor. Ebene, Talonische Ebene, Hochland. Hauptkonzil, St. Mathilda. St. Mathilda lag ruhig im Sonnenschein seiner zwei Sonnen. Die Tage auf Erenor dauern, ähnlich wie bei Terra, 25 Stunden. Vom Stadtzentrum aus konnte man die Kathedrale sehen, in der gerade ein imperialer Prediger die Messe abhielt. Der Wochenmarkt war gut besucht, denn die Ernte war dieses Jahr gut. Das lag auch an den landwirtschaftlichen Gütern von Yolanak. Deren landwirtschaftliche Güter lassen Obst und Gemüse wie Früchte von Terra schmecken. Ein Vorteil, den man genießen kann, wenn man im Segmentum Hybris und auf einem der Six Kings Planeten lebt. In einem Monat soll das große Fest zu Ehren des Imperators stattfinden. Die Vorkehrungen laufen auf Hochtouren. Und dieses Jahr ist ein besonderes Jahr für die Einwohner der Stadt. In diesem Jahr wird die Ankunft des Imperators vor 15.000 Jahren gefeiert und zelebriert. Am Horizont konnte man die Shuttle erkennen, die die neuen Waffenlieferungen zu ihren Einsatzverbänden transportierten. Erenors Ruf war makellos, was Herstellung und Lieferung von Lasergewehren, Bajonetten, Boltermunition und Schrauben für Landraider der Adeptus Astartes anging. Roban war Sohn des ansässigen Kämmerers. Er und seine Cousine waren auf dem Fluss, der in der Nähe verlief. Nächstes Jahr würde er, genauso wie sein älterer Bruder Sworn, den imperialen Verteidigungsstreitkräften beitreten und für 2 Jahre dienen. Da sein Vater ein politisches Amt bekleidet, ist das ein Vorteil, den er und seine Söhne genießen. Angekommen am Fluss war es eine ausgelassene Stimmung. Freunde aus dem benachbarten Dorf kamen und hatten seltene LHO-Stäbchen mit Zusatz mit. Die Zeit verging wie im Flug, es war ein guter Tag. Es war eine schwüle Nacht. Die Grillen waren diese Nacht laut und ein warmer Wind war zu spüren. Roban war ungefähr 100 Meter von dem Haus seiner Eltern entfernt. Da erblickte er am Himmel mehrere Sternschnuppen, die sich rapide vermehrten. Er blieb stehen und musterte die Situation. Immer mehr Himmelkörper erschienen, ohne zu verglühen. Dann geschah es. Die Körper schlugen in den Boden ein. Mehrere Dutzend in der unmittelbaren Nähe von Roban, der mittlerweile alleine war. Er ließ seine Sachen fallen und lief in Richtung der Einschlagstelle los. Je näher er dem Einschlagspunkt kam, desto süßlicher und luftraubender wurde die Luft. Sein Magen entschloss sich einmal zu leeren auf dem Hinweg. Roban sackte zu Boden. Seine Beine verließen die Kraft seines Körpers. Sein Körper verkrampfte. Dicke Fliegen sah er im Schein eines Lichtes auf sich zukommen. Seine Augen tränten auf einmal stark. Seine Sicht wurde schlechter und erlosch. Roban konnte dennoch großgewachsene Gestalten sehen, zumindest die Silhouetten. Allerdings nahm auch der Geruch an Stärke zu. Er musste sich wieder übergeben. Er wollte sich zu erkennen geben, aber seine Stimme war nicht mehr als ein Krächzen. Die Gestalten waren jetzt ganz, ganz nah. Einer von ihnen löste sich aus der Gruppe und kam auf Roban zu. Dieser blieb circa 1 Meter vor ihm stehen. Mit einem schmerzhaften Kratzen im Hals versuchte Roban mit der Gestalt zu sprechen. Wer seid ihr? Kam es Roban aus dem Hals heraus. Die Gestalt beugte sich vor und kam ganz dicht an Robans Gesicht heran. Roban erkannte nicht zugleich, wer oder was ihm da ins Gesicht schaute. Aber er erkannte, dass es ein Astartes war. Krieger, die er aus Erzählung seines Großvaters kannte. Allerdings war dieser anders. Die Helmmaske war deformiert und ein widerlicher Gestank ging von ihm aus. Eine Augenlinse fehlte und ein fahles Auge, umringt von fauligem Fleisch umrandet, starrte Roban seelenlos an. Wir sind die Überbringer von Leid. Wir bringen eurer Welt Verderben und Tod. Wir bringen auch Gaben unseres Herren. Du wirst uns dienen. Wir sind jetzt eure Herren. Wir sind die Death Guard. Der Marine erhob sich. Er ergriff sein Seuchenmesser und nahm Robans Kopf in seine Hand. Dann sprach der Marine: Diene uns, Sohn von Erenor. Dein Fleisch ist unser Fleisch.
Wir nehmen dir deinen Körper und formen neues Leben daraus. Der Marine stieß das Messer tief in Romans Körper, sodass es neben der Wirbelsäule am Rücken wieder austrat. Die Wunde vergrößerte sich, als der Marine die Klinge drehte. Dann ließ der Marine Romans Körper fallen. Die Gruppe entfernte sich von Roman und bewegten sich in Richtung nächster Siedlung. Geschützfeuer, Bolterfeuer und Schreie der Bewohner waren zu hören. Die ersten Siedlungen wurden völlig zerstört. Es gab keine Überlebenden. Allerdings fand man Verwendung für die Opfer der ersten Kämpfe. Die Death Guard war auf Erenor gelandet. St. Matilda war der erste Brückenkopf, den die Legionäre der Death Guard für sich eingenommen haben. Die Kathedrale wurde zu großen Teilen niedergerissen oder an den Seuchengott Nörgel geweiht. Der Kardinal fand, entledigt seine Hände und Füße sein Ende und den gepanzerten Füßen der marschierenden Seuchmarines. Der Brückenkopf wurde nur von einer kleinen, vorausgeschickten Einheit aktuell besetzt. Die anderen Truppen wurden von Typhus selbst abkommandiert. Taliman Bartusch Apir hatte die Order, die verbliebenen Marines samt einer Hellbrut und dem Plagueburst Crawler St. Matilda zu sichern. Die Klingen der Death Guard sind mit Sekret verschiedener Gifte und anderen unbekannten Geschenken Nörgels überzogen. Jede noch so kleine Berührung mit der Klinge überträgt eine tödliche Krankheit und töten das Opfer binnen Sekunden. Allerdings kommt mit dem Zerfall auch neues Leben. Nörgel erfreut sich an seinen neuen Schöpfungen. Die Toten der ersten Welle des Angriffs der Death Guard wurden mit einem solchen Gift infiziert. Die Leichen blieben nicht liegen und wurden Opfer des Zerfalls. Zwar labten sich die Maden und anderes Getier an den Überresten, dennoch erhoben sich die Toten. Mehrere hundert sogenannte Poxwalker erhebten sich von den Toten und fingen an, die Lebenden zu jagen. Mit jedem Kratzer, jeder Bisswunde übertrug sich die Seuche auf den lebenden Wirt, der nach einiger Zeit anfing zu fiebern, dann das Bewusstsein verlor, verstarb und sich den Reihen der Untoten anschloss. Eine Horde Poxwalker gesellte sich zu der Death Guard. Normalerweise griffen Poxwalker sterbliche Kreaturen an, allerdings hielten sie bei den Legionären der Death Guard ausreichend Abstand. Man kann sogar sagen, dass sie den Marines regelrecht ausgewichen sind, wenn sie sich diesen näherten. Die gezüchteten Seuchenfliegen, die der Death Guard als Servoschädel-Alternative dienten, überbrachten die Neuigkeiten. Eine Flotte Xenos-Raumschiffe hatte sich um Erenor positioniert. Laut den Scans handelte es sich um keine ausgereifte Technologie der Schiffe. Viele dieser Schiffe schienen sogar miteinander zu kollidieren oder eröffneten das Feuer auf befreundete Schiffe. Es fehlten allerdings noch Daten, um sicher zu sein, mit wem die Death Guard es hier nun zu tun hatte. Ja? Jo, einen wunderschönen guten Tag, liebe 40k-Athleten. Hier sind wieder eure Kings of the Hill. Ramses hier als Moderator heute am Start. Den Mario haben wir da. Moin, grüß dich. Hallihallo, Hallöchen. Und Bruce aka Lukas haben wir dabei. Hallo. Genau. Hallo. Hallo. Genau. Und wir sind heiß, denn heute haben wir unser erstes Kampagnenspiel für euch. Und zwar unsere Kampagne, die der Lukas für uns geschrieben hat. Six Kings. Richtig geil. Wir hoffen alle, dass ihr euch den Hintergrund schon durchgelesen habt. Wenn nicht, geht auf dieses Video oder geht auf diesen Link in der Beschreibung. Dort findet ihr alles, was ihr dazu wissen müsst. Genau. Wir starten heute mit dem ersten Spiel. Wie ist die Situation? Was ist passiert? Also, die Situation ist wie folgt. Die Death Guard, gespielt von mir, und die Orks von Chris sind auf dem Planeten Erenor gelandet. Und zwar, die Death Guard einen Tag vorher, hat alles schon in Schutt und Asche gelegt. Die ganzen Frauen geschändet. Alles weg. Alles. Alle niedergebracht. Alle schwanger. Ja. Alle tot und schwanger. Boah. Ja, man weiß es nicht, aber auf jeden Fall, Deskar hat gewütet. Und hat Gas gegeben. Hat Gas gegeben, richtig. Und wir befinden uns gerade in der Stadt St. Matilda. Und hier kann man auch noch wunderbar sehen, einen alten... Das sieht man jetzt gerade nicht, aber... Aber stell dir vor, genau. Hier ist eine Kathedrale der Sisters of Battle. Und auch die haben wir in Schutt und Asche gelegt. So, jetzt ist natürlich der nächste Morgen angebrochen und was passiert? Ein Brocken fällt vom Himmel. Erstmal kam die Sonnenfinsternis und die dachten, was ist denn jetzt hier los? Die waren am Beten mit den Kultisten und so, wollten die ganzen, die Hakus schon beschwören, weil es sind momentan noch keine Hakus am Start. Genau. Und dann kam einfach da so eine Sonnenfinsternis. Die haben gedacht, alles klar. Es wurde nur laut. Das Ritual, das funktioniert, aber in Wirklichkeit hat es nur einen riesen Einschlag neben der Stadt gegeben. Bam, bam.
überall Staub und was kommt da raus? Die ganzen Pusteln sind aufgeplatzt bei der Desgard. Genau, da hört man nur ein schönes Stampfen, die Hunderte, sagen wir Millionen von Orkboys. Milliarden von Orkboys. Da hört man nur TNT. Dynamite. Ja, und darum geht's heute. Also um Trampeln und um getrampelt zu werden. Genau, die Desgard versucht ganz hektisch eine Verteidigungslinie aufzubauen. Naja, mehr oder minder hektisch. So, und die ersten Boys kommen in die Stadt an. Deswegen, also die Idee hierbei ist es, wir spielen in der ersten Mission ohne HQs. Ja. Also die Armeeorganisationspläne sind ein bisschen angepasst, sage ich jetzt mal. In der ersten Mission gibt es kein HQ. 2-6 Standard. Ein Transporter, ein Heavy Support, 2 Elite, davon muss aber einer ein HQ sein, beziehungsweise kein HQ, ein Charakter. Genau. Und ja. Erklär einfach mal vielleicht, was du dir auch dahinter gedacht hast. Klingt erstmal wild, aber warum? Genau, also die Idee dahinter ist, quasi die Truppen sind gerade gelandet. Die Führungsebene ist noch im Führungsstab. Bei mir im Brocken. Bei ihm im Brocken. Im Brocken zerquetscht. Oder beim Schlürfer im Schlurfpool. Man weiß es nicht. Ja. Das heißt, die Truppen sind noch nicht geordnet. Allerdings rennt immer mal wieder ein Apotheker rum oder ein Kommissar oder ein Tellymare zum Beispiel. Oder, genau. Und da sieht man es ja bei den Ork. Wenn kein Warboss da ist, dann machen sie alle was. Zack, direkt. Keine Synapse bei den Orks. Ja. Das ist uns viel zu laut, der Deskart. Viel zu laut. Ohren eh schon abgefallen und dann auch noch direkt im Gehörgang. Geht gar nicht. Mhm. Ja, ja, geil. Also das ist dann die Situation. Genau. Und wir sind gespannt. Deswegen können wir jetzt eigentlich auch schon direkt zur Armeevorstellung kommen. Soll man nicht ein bisschen was von den Charakteren noch erzählen? Das machen wir ja später. Jetzt, das kommt ja während der Kampagne. Okay. Also wir können sie zeigen, sagen hier. Also für euch. Da ist er. Das ist hier der Black Moon. Also das ist echt sein Name, Black Moon. Ja, der heißt wirklich so. Er fängt jetzt wirklich an als Boy. Der ist auf dem Brocken vor Tagen aus so einem Pilz, aus so einer Pore ist er geschlüpft. Also richtig schön alles rausgekommen, wie man sich das so vorstellen kann bei den Orks. Mhm. Der ist jetzt auch erst 3 Tage alt. Kann schon sprechen. Und er hat sich gedacht, alles klar, auf diesen riesen Brocken, ne? Hast du noch Platz für mich? Da war ein schöner roter Umhang an der Servorüstung. Die hat er sich erstmal angekeilt. Dann hat er da irgendwo noch so einen schönen Speer gefunden und ein Schild. Und dachte mir so mit, ja, das ist eben so die Pubertät, ne? Mit 3 Tagen alt. 2. Da läufst du nicht mit einem Bolter rum, da hast du einfach einen Speer in der Hand. Richtig. Das muss sich erst entwickeln bei den Orks. Vielleicht ist es am nächsten Tag schon wieder anders, man weiß ja nie. Und er hat sogar eine Bürste auf dem Kopf, von daher, er macht danach auch sauber. Ja, genau, das benutzt er für die Zähne zu putzen. Damit die auch schön schnallen. So. Ja. Ja, also wie gesagt, ich habe auch noch gar keine Geschichte. Er ist gerade wach geworden und er entwickelt sich mit euch zusammen. Er wird einer auf jeden Fall. Ich weiß auch noch nicht, in welche Richtung es geht. Ob er der Warboss wird oder ob er später so eine dicke, fette Schokotekan in der Hand hat. Das weiß keiner so genau. Das wird uns die Zukunft zeigen. Das sehen wir noch. Oder ob er einfach nur totgetrampelt wird. Okay. Wir werden es sehen. Genau, das weiß man. Ja, dann kommen wir zu Jotan Gricka. Den haben wir hier. Woppa, komm her, du kleiner Mann. Ja, ihr braucht ihn nicht immer dahinstellen, weil ich die sowieso anbiete. Er fasst an, ich will auch anfassen. Ja, okay. Ja, anfassen ja, ist gut. Okay. Seid ihr fertig mit euren... Anfassen? Ja? Ich gehe mal kurz spazieren. Nein, okay. Ja. Jotan die alte Gricka Fletche. Ist tatsächlich ein Sohn von Barbaros, der Heimatwelt der Desgard. Hat auch schon ein paar Tage auf dem Buckel, ist älter als 3 Tage. Wie alt ist er? 16. 16. Oh, 16. Die rechnen anders. 16.000? Auch. Auch. er war auch mit dabei beim Landungsfeld Massaker auf Istvan 3. Ist da auch gestorben durch eine Virusbombe, aber der gütige Gott Nörgel hat gedacht, nein, wir brauchen ihn noch und da ist er. Mit Jotan. Mit Jotan. Ja. Und sein Ziel ist es natürlich irgendwann seine eigene Kohorte anzuführen und vielleicht, wenn Nörgel ihn gut gesonnen ist, zum Dämonen. Mhm. Der ist Prinzen auf jeden wird. Fall ambitioniert. Der ist ambitioniert, ja, er hat noch große Ziele. Er weiß zwar nicht mehr alles, mhm, weil Gehirn läuft auch schon hier aus der Ohröffnung raus, aber der ist dabei, der ist gut dabei, Junge. Der liegt gut im Saft. Ne? Der liegt gut im Saft. Bach. Ja, okay, wir sind gespannt. Dann können wir jetzt wieder abwechseln, dann kommen wir mal Armeevorstellung jetzt. Genau. Armeevorstellung. Was hast du?
Ja, Akku gleich null. Ich bin ja schon direkt mit der Shock Attack unterwegs gewesen und dann haben die gesagt, Junge, ist nicht. Halt, heute nicht. Stopp. Erst im zweiten Game, aber die werdet ihr auf jeden Fall nochmal sehen. Das ist der Papa von Black Moon Iron Twister. Weil der hat irgendwie eine. Hast du den Namen schon verraten? Black Moon. Sorry. Black Cut! Nein, kein Cut. Black Moon? Ja. Der heißt ja Black Moon. Und da ist so eine Pore von der Shock Attack Gun, von dem Jungen ist er irgendwo im Boden gelandet und dann ist er geschlüpft. So ist das eben bei dem auch. Kann sich jeder seine eigene Fantasie durchbringen. So, ja, was haben wir denn dabei? Wir spielen heute, weil es eben die Orks, die preschen heraus aus dem Brocken. Da habe ich gesagt, alles klar, so eine schöne Stampede, das ist Goths, eindeutig. Mhm. Ich habe einmal 25 Boys dabei, aber nur eine einfache Killzone, nicht eine doppelte Killzone. Einfach nur ein bisschen was zu moschen, so zart zu moschen. Dann haben wir mal 10 Boys dabei und 10 Gretschlins. Mhm. Trotzdem. Ja, dann, was habe ich noch dabei? Ich habe einen Bane Boy dabei mit der Killer Claw. Und dann habe ich noch im Lied. Hast du Panzerboys oder? 10 Panzerknacker. Oh. 10 Panzerknacker. Oh. Und nicht die aus Entenhausen, sondern. Ja. Die sind im Transporter drin, mhm, und 3 Smash Guns. Normaler Pickup, ne, war das? Ja, normaler, ja. Pickup. Also der Adrian, dem haben sie schon die Nackenhaare hier aufgekreuzt, als er 3 Smash Guns hat. Malt er sich nur aus. Und dann hat er gesagt, lass er vom Tisch, lass er vom Tisch. Da waren die elektrischen Anfälle schon wieder da. Der hat ganz, ganz böse Erfahrungen mit den Dingen. Aber es sind nur 3. Das ist alles halb so wild. Genau, 3 ist besser als 4. Oder ja. 16. Mhm. Oder 18. Mhm. Okay. Also das ist das Erste, was jetzt aus dem Brocken rausgerümpelt gekommen ist und sich so ein bisschen so vorschiebt und mal so guckt, was da so los ist. Mhm. Ja, kommen wir doch mal zu den Gegnern, die schon gelandet sind. Und zwar die klebrigen, schmierenden, bösen, süßlich duftenden Death Guard. Death Guard, was hast du dabei? So, ich habe dabei knackige 749 Punkte. Mhm. Erste Runde ist ja nur 750. Was habe ich dabei? Ich habe die Plague Company, die Harbingers. Das ist ja die Kompanie, die ein bisschen mehr auf Poxwalker geht. Mhm. Da geht auch meine Reise irgendwann hin, weil ich muss sammeln. Dann habe ich dabei 2 Siebener Trupps solchen Marines, die haben ganz normalen Bolter. Um 21er Trupp Poxwalker. Ich finde die einfach super, ich mag die. Kommen mit. Stark, geil. Ja, können was. In der Elite-Sektion habe ich den Tellyman dabei. Warum? CP-Farm. Sonst würde ich den nicht spielen. Und noch eine Hellboot mit Rakete und Laser. Ganz typischer Klassiker. Und dann noch in der Unterstützungssektion habe ich ein Plague Burst Crawler mit Entropiekanonen, dem Heavy Slugger und natürlich seinem Seuchenmörser. Der PPC. Mhm. Auf Deutsch heißt er Seuchenkrabbelpanzer. Irgendwie so. Dominator-Schreitungspanzer, ne? Also, oder so, irgendwie sowas. Mhm. Es gibt aber noch was Besonderes beim Spielfeld, oder? Genau, das Spielfeld ist auch nicht so, wie man es normalerweise kennt, sondern es ist ein bisschen kleiner. Und zwar spielen wir jetzt auf 24x48. Das hat folgenden Grund. Bei der kleinen Punktzahl, die wir haben, würde es ewig dauern und, glaube ich, auch nicht so viel Spaß machen, wenn wir uns auf, 44 mal 60 oder was auch immer. Ja, aber, ne, ja, genau. Also wir wollen es schön klein, knubbelig und auch ein bisschen. Es soll Action in den ersten Moment haben. Geben. Richtig. Boom, bam, knick, knack, wie es so heißt. Und dann ist schon alles vorbei ab Runde 2. So muss das sein. Ich muss Nurgles Samen verbreiten. Mach das. Ich muss also meine Spuren überall fallen lassen. Win-Win-Situation. Ist egal, was passiert. Win-Win. Genau, also der Lukas hat da echt Zeit reingepackt, also richtig geil, deswegen lassen wir uns da auch voll drauf ein. Und ja, das Spiel soll sich, oder die Kampagne soll sich, die Story soll sich einfach entwickeln. Genau. Und ja, ich glaube, wir haben uns ja euch jetzt lange genug einen abgekauft. Eine Sache, man startet mit 3 CP, oder? Genau. Ah ja, stimmt, CPs werden auch anders generiert, die habe ich mir frecherweise erlaubt vorzugeben. Im ersten Spiel kriegt jeder Spieler 3. Mhm. Und das endet, glaube ich, im letzten Spiel mit mehr. Also, da kommt noch einiges. Geil. Jetzt bauen beide Leute auf, beide Völker bauen sich auf, wir zeigen euch gleich das Spielfeld und alles, was noch dazugehört. Major, will er was sagen? Ja, von daher bis gleich. Ich kann jetzt hier rumschreien, aber bis gleich. Erenor! Wie ist das denn? So, liebe Leute und Hobbyisten und Narrativisten, wir sind zurück, wir haben aufgebaut. Das ist die Platte. Ich probiere gerade heute mal wieder das Gimbal aus hier und sag mir mal, wie das ist so von der Kameraführung, ob das weich ist, dann hast du nicht gesehen. Was? Bisschen weiter weg. Ich bin schon weit weg hier. So,
Das ist die Platte, ja, dann sieht man wieder, dann brauchen wir neue Jeans hier. Neues Spendenziel, glaube ich. Mach ich auch nicht auf der Straße lassen. Erzähl mal, was ist hier passiert? Jo, das ist, also wir spielen jetzt die Mission. Ich geh mal hier rüber kurz. Ja. Hieß nochmal die Mission. Also ich stelle in der Zeit hier einmal die Platte vor. Ja, mach mal. Was ist um die Mission? Ich muss mir mal angucken, schon wieder vergessen. Also ganz kurz, was wir hier machen, also das ist eine coole Idee von dem Monsieur. Wir spielen hier auf einer ganz kleinen Platte. Wir haben jetzt hier versucht, wirklich mit so Straßensperren, das ist natürlich ein Stadtgebiet, wir wollten das nur ein bisschen verkleinern und die Platte ein bisschen ausschmücken. Das sind hier quasi gesehen so Straßensperren. Hier ist eben die Kathedrale, wo es geht in der Stadt. Wie hieß die Stadt nochmal? St. Mathilda. Und hier liegt irgendwo die Mathilda unter den Seuchentümpeln. In dem Mock. Ja, das wurde ja von Nurgle geschändet, wie man hier sieht. Ja, und dann kommen die Orks jetzt hier und sagen, weil hier ist nichts mehr mit Nurgle. Genau, und wir spielen auch die Mission Frontline Warfare. Ich habe jetzt vergessen, wie es im Deutschen heißt. Ich glaube, Krieg an der Front. Normalerweise ist die Aufstellungszone ja ein bisschen größer. Wir haben es jetzt alles in 5 Zoll reingepackt. Also man sieht hier wirklich, das ist schon so tight, dass es eigentlich burnt. Also hier die Death Guard konnte hier gerade noch so ein bisschen so zwei Linien auffahren. Aber für die Orks wurde es schon ganz schön eng, ne? Da wurde ein bisschen eng. Da wurde es kuschelig. Ja. Kuschelig. Genau, aber das ist jetzt im Grunde genommen, ne? Die Orks kann man, also jetzt hier braucht man nicht großartige strategische Ausrichtungen. Die Death Guard hat natürlich ihre Erfahrung und ihre Formation hier aufbehalten. Das ist genau die Defensivformation. Und bei den Orks ist immer... Es ist die Defensivformation abgestorbener Baum. Und die Orks kennen da gar nichts, haben sich irgendwie aufgestellt. Ja, stell mal hier ein bisschen die Geräte. Die Operation Rinn in die Olga ist das. Nee, das darf man nicht sagen. Okay, rauf auf die Olga. Das darf man auch nicht sagen. In jedem Fall geht es damit los. Gibt es einen Roll-Off? Es gibt einen Roll-Off, ja. Ach, habt ihr noch Secondaries schon gesagt? Ja, wir haben Secondaries, genau. Mhm. Ich habe mir für meine Deskart überlegt, ich möchte tatsächlich an allen Fronten sein. Ja. Ambitioniertes Ziel, ich finde, gegen, Orks. Gegen Orks, ja. Und ich möchte gern die Reihen ausdünnen, weil du hast ja ein paar mehr Modelle als ich. Gerade wenn, falls Green Tide, da gibt es extra Bonuspunkte für dich. Ding, 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 ding. Also wäre echt witzig zu sehen, so eine Missionswahl, da geht es jetzt nicht auf Maximum, da gucken wir nur, wo kann ich da irgendwie Punkte abschrauben, kann man tatsächlich sagen. Ja. Und ja, was hast du genommen? Ich habe Domination genommen. Ja, so viel Domination. Das ist ganz gut. Und das zweite ist ein Killmove. Das ist eher gewagt bei mir, aber das ist auch normal, glaube ich, bei der Mission. Jo. Schauen wir mal. Was mir jetzt aufgefallen ist, dass es nächstes Mal besser ist, glaube ich, Zuschauer, gebt mal Feedback, weil jetzt komme ich hier immer an den Rand links und so, wenn man das Spielfeld in der Mitte aufbaut und einen Rand drumherum hat. Ich glaube, das ist noch besser. Aber dann muss ich ja mit meiner Plauze über zwei sein. Das ist okay. Das ist technisch nicht gesehen möglich. Weil das ist okay. Aber wir lernen ja noch, deswegen gib uns mal Feedback. Dann würde ich sagen: Roll-Off! Ein Roll-Off, hä? Den machen wir hier. Ich nehme mal einen von den beiden Weißen. Seen der Lust. Das ist. Da ist eine Seen der Lust. Was ist denn denn? Das ist eine 6. Ne, echt jetzt? Der geht eigentlich nicht. Das ist die 5. Ja, ich würde sagen, die Orks haben tatsächlich wie aus der Kapsel gesprungen den Vorteil. So sieht er aus. Ja, ehrlich gesagt, hätte ich das nicht gerne gehabt. Ja, aber die fangen jetzt an. Ja. Da kannst du machen, wie du willst. Kannst du machen, was du willst. Kannst dich drehen und wenden wie ein Bratling, da passiert jetzt nichts. Manu! So, und deswegen bewegt sich jetzt der Major. Wir melden uns gleich Ende Runde 1 der gerade frisch gelandeten Orks zurück. So sieht das aus. Hells Moschers! Hells Moschers! Woo! Okay. Gut, Leute, wir sind zurück. Ende der Bewegungsphase. Was ist bei den Hells Moschers passiert? Also die waren Cunning but Brutal, so ein bisschen sneaky-weaky auf das Missionsteam-Hacker. Die sind durchgedreht, volle Kanne nach vorne, da konnte ich nichts machen. Die konnte ich nicht im Zaun halten, kein Warboss. Ja. Da sind alle Sicherungen, die haben nur die Deathcard gesehen und wollen jetzt richtig... Mit Black Moon 69 in der Mitte, ne? Genau, da geht nichts Besseres. So, und der ist hier so ein bisschen reingefahren. Okay, jetzt können wir die Wand inspizieren, oder? Genau, wir die Wand inspizieren. Und jetzt können wir mal anfangen zu shooten. Yes, shoote mal. Do it. Ich hab ja nicht mehr. Fangen wir von links nach rechts an. Nummer uno, smash, ja, in die Jungs rein. Wie viele Schüsschen? Zwei. Da muss man die Würfel da wegnehmen, ist nicht gut dazu. Wie groß ist der Trupp? 7. Dann kriege ich sogar einen dritten dabei. Bei Blast. Oh, ein Ducker dabei. So, dann einmal Dakar. Oh, so, der erste, ich muss gleich über höher über. Gleich über 5, genau. Der erste. Ja. Der zweite. Jo. Und zwei.
Ja, zweimal minus 3 war das, ne? Das ist ein Retter? Minus 4. Minus 4, geht durch. Ist das kein Retter? Nee. Haben die keinen Retter? Kein Dämonenretter? Nicht, dass ich wüsste, nein. Ich guck nochmal. Ja. Der erste. Macht 3 Schaden. 2 Schaden, einer tot. Macht er nicht. Und der zweite. Noch einer tot. Ja. Sprengt. Die machen ja wie 6. Ja, aber ich mach minus 1, genau. Also 2 wären tot und ich hab. Mal eben gucken, ob die kein Retter. Kein Retter, das ist aber traurig. Nee. Ja, sind 2 tot. Dann kommt die nächste Knifte, würde ich mal sagen. Der ist tot. Und er ist tot. Mhm. War das schon ein Boss? Nein. So, dann der dritte. Ich sehe, wo er steht. Ja. In die Reihe. Ja. Ah, oh, ein Schuss. Ein Schüsschen. Ob der 4. Nichts. Enttäuschend. Dudum. So, dann der Junge. Schießt jetzt mal auf den Hellbrut. Yes. Wie viel Schuss macht? Schießt hier rüber vorbei auf die Hellbrut. 2 Schüsschen. Ob der 4. Einmal Daka. 2 Treffer. Mal. Auf die 7. 7, Nörgelszahl! Einer? Oh, das macht die Brut gar nicht. Nee, einer. Einer. Ich habe auch keinen Retter. Die hat ja wohl einen Retter. Nein, ich habe nur dieses widerwärtig zähle, ich reduziere den Schaden um 1. Das ist immer für ein komisches Ding. Das ist ja. Keine, steht da nicht Dämon? 2 Damage. So? Chaos-Dämon? Ne. Okay. Ich krieg 2 Damage. 2 Schaden. 2 Schäden. Okidok. Ja. Tschuk. Wie viel hat das Ding? Der hat 8. Die Boys sind gerannt, ne? Die Boys können nichts machen. Jetzt kommen die Panzerknacker. Jetzt kommt erstmal das Rhino. Ja. Der Zack auf deine komischen kleinen Foxys. Ja, trifft nichts. Jo. 1-1-1. Die haben es schon warm wollt. Mhm. Ja. So, dann in die Hellboot rein, würde ich sagen. Okay. Die Panzerknacker, alles klar. So, dann haben wir hier 6, 7, 8. 10 Schuss. Mhm. Ja. Auf die 5 oder was? Jo. Und weil im Auto wiederholbar oder was? Weil Panzerknacker ist wiederholbar. Ja. Yep. Panzerknackers. Junge. Die knacksen aber richtig. Junge. Daka, daka. Packst du wieder einen Kniffel aus, oder? Ja, ja. Ich pack die Kniffel aus. Ja. Daka, daka. Und ich darf die wiederholen, die Feld wiederholen. Ja, noch ein paar 10. Wir brauchen das Gesicht, wir brauchen das Gesicht. Was ist denn das, was hast du für eine Liste schon eingepackt, Major? Man wird wieder weggeknippelt. Das ist Panzerknacker, ja, die spielt keiner auf dem Turnier. Genau, ich habe das schon mal gesehen. Auf Stärke? Ich kann, da acht, nichts, ne? Ich kann ja, dafür ja. Nichts für die Würfe. Auf für 3. Ja. Tut mir wirklich leid. 5 mal minus 3 hast du 5 mal minus 6. Minus 2. Minus 2, ja, warte mal, da kann jetzt ich ja was machen. Fünf. Jetzt brauchst du aber einen Wunderwurf. Die machen nämlich 3 Damage. Damage? Wie viel waren das? 5 oder 6? 6. 6, ne? Ja, 6. Das Buch muss weg. Die Würfel müssen rollen. 2 gehalten. 2 gehalten, 3 Schaden. 2, 4, 6, 8 tot. Ja. Wenn ich einen wiederhole, macht das auch nix. Explodiert aber nicht. Ich glaube, der wird mir gleich meine Figuren zertreten. Ich glaube, die Hellbrut ist tot. Was? Ich biete dir immer noch meine Würfel an. Und Charge, machen die Grotzen oder sind die gelaufen? Nein, die sind gerannt. Die sind auch gerannt. Ich kann hier nichts mehr machen, das war alles. Und ich hab K1! Woo! Ja, First Blood! Besser als K1. Bringt das was, First Blood? Nee. Wenn du die Mission genommen hast. Egal. Nichtsdestotrotz, ja, jetzt muss ich, die Death Guard hat direkt einen Warnschuss hier bekommen. Mhm. 3 Brüder sind gefallen, plus eine Hellbrut. Ne, 2. 2? Ja, aber die... 2, genau. Und deswegen, ja, wird der Lukas sich jetzt bewegen. Genau. Und wir sehen uns nach Turn 1 der Death Guard. Genau. Bis gleich, Leute. So. Schuss hier. Warte. So, die Bewegungsphase ist einmal um. Was ist denn in deiner Command Phase passiert? Tatsächlich gar nicht mal so viel. Der Tellyman hat versucht, sich ein CP zu snacken mit einer Doppel-1. Also man merkt, als Zauberer ist er schon mal nichts, nicht gut. Ja. Ansonsten ein bisschen bewegt Poxwalker nach vorne. Die möchten sich vielleicht gleich prügeln. Und ich versuche, den Blob hier wegzukriegen. Jo, Tan, Jo. Tan, Jo, Tan. Schauen wir mal, was passiert. Sie haben auch die Formation geändert. Genau. Von, was war das, abgestorbener Baum, jetzt auf Angriffsformation. Ja, sie quasi haben wir ja eine zweite Reihe aufgemacht. Verwester Streitkolben ist das jetzt. Das ist die Angriffsformation. Stinkender. Du musst immer an sein. Wart auf was. Was auf was? Trupp stinkender. Mock. Primel auf den großen Blob da. Mhm. Und das sind wie viel Schuss? Das sind 14 Schuss. 14 Schuss, weil die eben auch quasi gesehen das Sonderregel haben. Ne? Genau. Ob der 3, und ob der 4. Zack, zack, zack. Mhm. Stark. Der ist schon mal nicht schlecht, das sind 6 Mal. So, ganz kurz. Ja. Da aktiviere ich meinen Lieblings-Stratasems.
Die für die Grotze. Schmeißt die Grotze vor! Ihr müsst euch das vorstellen, die Orks nehmen jetzt die Grotze als Grotzschilde und werfen die so richtig schön in die Luft so rein. Juhu! Mit den Zehen gefangen. Mhm. Mit den Zehen gefangen. Erstmal auf die 4 plus gehen die über. Mhm. Auf die 2 plus, Entschuldigung, bei einer 1. Oh, 3 ja, also 3 müssen sie selber gleich nehmen und 3 Grotzis segnen das Zeitliche. Ja. Haben die keine Hose? Also keine Rüstung? Nee, ich krieg eine Mord vom Mund dafür. Achso, okay. Aber jetzt hat er eine Hose 6er. So, jetzt habe ich eine 6er erstmal. Und ein 6er für nur Pain. Oh, ich nehme die goldenen, die sind gut. Die sind viel Pain! Ja, Alter, einer ist tot! Unbelievable. Juhu! Und da muss ich rausnehmen 4 Würfel von einem anderen Trupp. Da musst du nicht so kreuzen. Achso, Entschuldigung. So, wer als nächstes? Und der zweite Trupp, der versucht das gleiche auch nochmal. Das sind 10 Schuss. Ja, will doch. Ja. Ja. Charakter fehlen an allen Ecken und Enden. Das wird einfach nur wild rumgeschossen. 2! Keiner weiß, was hier los ist. 2 für Grottis. Beide gehen über. 2 Grottis tot. 2 Grottis tot. Okay, okay. Dann nehmen wir mal den Mörserpanzer. Viel habe ich ja nicht zum Schießen. Der Mörserpanzer nimmt die beiden Entropie-Kanonen auf den Truck. Und mit einem Mörser, da mache ich auch direkt einen CP hoch. Mit einem Mösenmörser? Ja. Der ist rabiat und geht auf ihn. Ja. Macht jetzt quasi einen Schaden mehr, also 3 Schaden. Und dann nach der Sequenz auf die 3 plus, meine ich, ist es. 4 plus. Oder 4 plus. Eine tödliche. Okay. Right. Die beiden Entropie, also und der Slugger geht auch in den Truck. Nee, der geht bestimmt in die Boys hier. Nee. Sieht ihn nicht? In den Truck. Okay. Ja. Die Entropie-Kanonen. Ach so, die siehst du nicht. Die treffen beide. Nein, auf die 3! Jawohl, solche Waffe. Ja. Beide. Minus 4. Habe ich nichts, aber meine lieben Leute. Keine 1 jetzt. Aber muss ich erstmal den Schaden machen. Ja, mach erstmal den Schaden hier. Wie viel Damage? 3, 4, da würde ich einen CP ausgeben. Ja. Einmal 9. Der macht die 3 plus die 3, ne? Der macht einmal 6 und einmal. Ja, genau. Das sind 12 Damage. Ich schaffe eine 1. Und jetzt schaffe ich eine 1. Nee, schaffe ich eine 6. Eine 6 ist das? Auf einen Schaden. So. Ja, genau. Schaffe ich eine 6. Du. Oh, okay. Sayonara. Eigentlich muss ich später das auswürfeln, aber ich mache das jetzt direkt, weil ich jetzt hier stehe wegen der Kamera. 3, 6, 7. Nummer 3. Nummer 3? Ja. Einzeln. 2 segnen das Zeitliche. Mhm. Und ob er explodiert, Entschuldigung. Alles hier verkehrt. Okay. Gut, so. Das Slugger entfällt dadurch. Ja. Und dann machen wir noch das Geschütz. Das auf den Jungen. Auf den Jungen, genau. Drei Schuss. Drei Schüsschen. Oh, Gott sei Dank treffe ich. Mhm. Einer. Auf die 3. Stimmt. Jo. Hat er 3 drin. Hat er 3 drin. Und dann einmal für ihn. Ob der 4 plus. Jo. Wie 3 da? Nee, 1. Ein. Auf die ihn. Boys. Jo. Und dann entferne ich alles und komm mal gleich wieder. Necron hat sich eingeschlichen. So, nach langem Überlegen hat er sich noch überlegt zu chargen. Jawohl, und zwar mit den Poxys die Grotze. Okay. Da wollte ich rein. Oh. Mit einer 3, ich habe es aber heute wieder wirklich an der Hand. Ne? Stark. Ich glaube tatsächlich, ich wiederhole den. Zippi. Ja. Jawohl. Das ist eine saftige 11. Gut, dann bewege ich mal ran. Was hast du denn überlegt so? Dass ich auf jeden Fall näher nicht rankomme, die Grotze wegnehme und mich ein bisschen mehr an die Marke ranstelle. Dass du mir die Missionsmarke denies und ich nur 5 Punkte mache. Exactly. Das ist aber hier nicht fluffig. Nein, natürlich nicht, aber ich bin ja auch Death Guard. Okay, wir kommen dann wieder in der Fight. Genau, ich schieb mal ran. Mit den paar Boys. So, meine Damen, meine Herrenchen, wir sind wieder live hier im Stadion. Das Stadion heißt Anvilruth. Anvilruth? Anvilruth. Planet Erenor. Planet Erenor. Erenor. So, ich suche mir mal kurz raus. Also, die Poxys haben ja 2 Attacken. Mhm. Und da sind in Kontakt, ich muss kurz zählen, der nicht mehr, denke ich. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, der bestimmt auch noch hier so einzeln. Schön, könnte hier so ran. 6. Sind das 12 Attacken? Oh, okay. Dann doch nur 5. Doch nur 5? Nein, Spaß. Ah. Das kann ärgern hier. 12 Attacken? 12, so 2, 4, 6, 8, 10, 11. Guck mal. Der 12. Mhm. Die treffen auf die 4. Brauchst du nicht. Nee, brauch ich nicht. Ja, brauch ich vielleicht doch. Der eine ist Kippe. Jo. So. 6 Treffer. Stärke.
Stärke habe ich nur eine Stärke von 3. Oh, ich verwundere mich auf die 3 plus. Hast du auch wieder schon 3? Nö. 2. 2, ne? Ach, stimmt. Ja, saftig. 6 Stück. 6 mal minus nix. Okay, dann gucken wir mal hier, ob ich 2 Sechsen schaffe. Eine. Nee, nur eine. Und damit sind sie down. Und das ist mein Würfel. Verlust auf allen Seiten. Verlust auf allen Seiten. Und das wäre dann meine Runde gewesen. Okay, was hast du denn hier erledigt? Ich habe geschafft, ich bin tatsächlich... Man ist mit... Warte mal, ich bin in einer Front. Ich bin in einer Front nur. Das habe ich nicht geschafft. Aber ich habe dir mehr Modelle, mehr Einheiten, glaube ich, getötet. Ja, du hast meins denied. Also meins hast du genau. Nicht gültig gemacht, quasi gesehen. Ich habe ja... Ich muss mehr zerstören als du. Das bedeutet, das hast du ausgeglichen, weil du meinen Truck zerstört hast. Mhm. Und du hast 10 Modelle getötet, da kriegst du einen Siegespunkt für. Yay. Dann kommen wir zur Bewegungsphase der Orks. Turn 2. Und hier müssen noch Würfel dran. So, in der ersten Runde haben die Orks ja richtig Gas gegeben. Das müssen wir einfach mal sagen. Die haben, oh, der musste sich natürlich noch 3 Zoll bewegen. Also so, so ein Stückchen. Ja, ich habe hier 2 Jungs rausgeschossen. Mal gucken, ob ich da weiterführen kann. Ja. Orks sind alle nach vorne. Mit einem lauten und der Stampede und alles volles Programm und so, wie das so eben ist. Und jetzt fangen wir mal ein bisschen an zu nackern. Jawollo. Hier sind noch 9 drin. Mhm. Ich habe ja nur eine einfache Killstar. Das bedeutet, der Kollege-Chef, Oberboss, hat... Chef-Oberboss. Chef-Oberboss hier hat 9... Hat insgesamt ein paar Pistölchen zum Schießen. So, ob der 5? Ja, oh, treffe ich wenigstens 2-mal. Ist ja selten. Auch für 4? Einmal. Einmal kann ich gucken, auch für 6? Jo. Easy. Oh, nein. Easy. Dann machen wir hier mal so 25. Mhm. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, das sind 19. Mhm. Und dann darf ich 5 noch nach, 6 noch nachwerfen. Jawohl, soll ich dir helfen? Geht das? Ich habe so kleine Finger, weißt du? Ach, geht aber eigentlich. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 noch mal hinterher. Ja. Oh, da kommen sie. Ja, da sind sie. Der Kadaka. So, hier haben wir 5. Oh, den habe ich umgedreht. Das ist scheißegal. So, 1,5. Einer mehr oder weniger ist egal. Ne? Das ist ja, also, nee, ich meine, das war ja eh da. Also, passt schon. So, ich habe nicht gesehen. 8, der Kadaka. So, zack, zack, zack. Ja, das sind gut. Das ist gut, das ist gut. Hier ist noch eine 5. Und die 4. Ob der 4. Bababababam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, 6 Stück. 6, auf der 6. 2. Kippen 4 um. Mhm. Die Blockade hält also noch. Noch hält sie. Dann fangen wir mal hier weiter an. So, der fängt mit seiner Spitze an, ob der auf den einen hier. Ja, ja. Kannst du da irgendwas aktivieren? Ja, die Fliegenwolke kostet mich 2 CPs. Dann darfst du die nicht beschießen, wenn sie das nächste Ziel ist. Also innerhalb von 3 Zoll. Das wird nicht dazwischen sein. Nee, ich glaube nicht. Aber mach ich auch nicht. Also, nee, mach so. Schieß. Tu es. Ob ihn. Mhm. Das war eine Strafe, direkt 3 Schuss. Ich merk's schon. Ich merk's schon. Ja, es geht schon wieder los. Der Kniffelei beginnt. Okay. Oh, da fällt mir ja fast ein Ei aus der Hose. So, der erste. Drüber. Jo. Der zweite. Auch. Oh, mach mal Schaden. Der erste. Matsche. Der zweite. Matsche. Wir 6 Schaden machen die, ne? Genau. 2 weg. Bing, bing. So, der dritte. Der Johnny schießt dann einfach nochmal in den großen Trupp rein. Mhm. 3 Schüsschen, weil Blast war über 5. Ja. Ja. Ich kann nichts dafür. Also, wir spielen das zweite Mal. Ich habe echt ein schlechtes Gewissen jetzt, ne? Also, hat er nicht. Doch, wirklich. Wir spielen das zweite Mal gegeneinander und ich knippel den jetzt hier richtig hart über die Entschuldige bitte. 5 Stück, das ist schon okay. Oberbrutal. So, der erste. Jo. Zweite. Nein. Oh. Also, einer ja, einer nein. Der dritte. Jo. Ja. Der vierte. Jo, gleich oder höher. So, der erste. Damage. Tot. 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 Lebt. 2 tot.
Command Point. Willst du? Ja. Command Point. Ja. Tot. Drei tot. Oh, ich habe nur noch zwei. Mhm. Nur ein toter Death Guard ist ein guter Death Guard. Ja, sie kommen wieder. Sie kommen wieder. Als Poxwalker. Yay. So, dann haben wir jetzt hier nur noch, weil zwei der Zeitliche gesegnet haben, acht Schuss. Mhm. Ob dann Blackbirth Crawler. Ja, sicher das. So, sind vier Treffer. Sind nur vier Treffer? Ich darf alle Treffer für die Fahrzeuge wieder holen. Ja, da war ja was. Sind fünf wieder mal. Und jetzt ob der vier. Jo. Ja, zwei Stück. Zweimal. Ja, da habe ich sogar einen Retter. Ja, fünfmal, minus zwei, passt. Ah, kommen trotzdem beide durch. Sind vier Schaden. Genau, weil die reduzieren. Genau. Das ist okay. So, jetzt fängt die Chargerei an. So, der Junge hier, der hat gesagt, okay, ich versuche es im Zaun zu halten und sagt, ey, Piano, Piano, nur der hier, man sieht ja schon, der zwei Tage alte Black Moon ist ein Tick größer als die anderen Orks und der natürlich, der treibt die an mit dem Speer und schreibt nur, für Sparta, nein, Spaß. Black Moon, für Gork. Okay, wo fangen ganz, wir an? Ganz andere Seite. Und Morg. Morg. So, fangen wir mal an. Yes. Trip Uno. Mhm. Hier Ryan. Die ist eine 9. Sind Drinner. Dann, ich mach mal weiter. Ja. Dann mein Warboss, also mein Painboy, ist drin. Mhm. Mein großer Trupp. Ja, wäre drin. Hier mache ich aber mal ein Here We Go. Ja, ist Here eine 7. Und meine anderen Jungs. Mhm. Ist auch eine 7. Ist auch drin. Oh, alles drin. Kommen wir gleich wieder. Immer einpacken, diese fetten Viecher, so, die alles dann wegbrutzeln. 3W6 oder so gibt's dann. Ich weiß nicht, was er meint. Ja, Leute, wir sind zurück. Was ist passiert mit den Jungs um Black Moon? Schlägerei jetzt, 69. Ja. 69. Genau, hier sind die Panzerboys rein. Hier vorne sind die Orkboys ran, ne? Mhm. Oh. Und dann geht das los, oder? Hier ist der Black Moon, der kämpft in zweiter Reihe. Der ist ja noch nicht so erfahren mit zwei Tagen halt. Ne? Der muss erstmal ein bisschen. Drei, Entschuldigung. Ja, das ist doch mit den Orks so ein, zwei viele. Ich kann ja nicht mehr zählen. Drei ist schon schwierig. So, dann fangen wir mal an. Hier müssten nur noch 22 drin sein. Drei sind tot. Ne? Aber wie habe ich das denn geschafft? Nee, einer ist tot. Einer ist doch nur. Einer hat das denn geschafft? Der war, stimmt. So, als erstes, der Boss mit der Kill. So, der haut als erstes mal zu. Aha. Oh, da ist eine 6. Oh, das ist dreimal. Ja. Sechsen explodieren, ne? Ah, stimmt. Ja. Warte, erstmal, das war die Verwundung. Zwei Sechsen. Mhm. Da war ja was. Hitting. Nee. Oh, nee. Zwei Wunden. Zwei Wunden. Doppelt Final Pain. Wie viel Schaden macht denn das Ding? Flat 2. Flat 2, der erste. Doppel 6, nope. Nee, einer tot. Nope. Zwei tot. Zack. Jetzt los. Okay, dann habe ich noch 23 der Würfe. Der Fleischwolf beginnt zu drehen. So. Ich würde sagen, wir kommen wieder bei den. Okay, aufkämpfen. Ja, aufkämpfen. Jetzt kurz auskniffeln. Kniffel. So, Leute, wie ihr seht, seht ihr Consolidation. Nicht? Die Poxwalker wurden poxwalkisiert. Auf jeden Fall. Sie wurden gepoxwalkt. Der war witzig. Right, Schenke, oh, das sieht nicht gut aus für die Death Guard. Nee. Die sind zu überrascht von den Orks, die da einfach rübergerusht kommen. Die haben die Äxte einfach mal geschwungen und splash, ja. Überkommt grüne Säure raus und okay, auf den Orkmuskeln drauf. Aber im Endeffekt, die sind stabil. Die Orks sind stabiler. So, hier komme ich nicht dran mit 6. Nee. Ach ja, hier haben wir noch die mit 6? Wieso mit 6? Achso. Drei konsolidieren, 3 Komma muss. Ja, passt schon. Ich komme da nicht rein. So, du kommst hier nicht rein. Ich komme hier nicht rein. Ich komme aber hier drauf für Gelände Tacking. Ja. Tech. Damit können wir eigentlich sagen, dann nach Punkte und kommt zur Runde 2 nochmal der Death Guard. So, right. Sie geben nicht auf. Niemals. Sie sind weder wertig C. Was Totes kann niemand sterben. Iron within, Iron without, ist auch was anderes. Ja, das passt aber auch. Erstmal kriegst du ein CP-Chin, oder? Genau. In der Bewegungsphase Runde 2. Der Death Guard zurück, bis gleich. Bewegungsphase Runde 2 der Death Guard. Lukas, was ist jetzt hier war noch? War relativ schnell. Mit Jota
überleben? Ich glaube, Jotan wird es diese Runde nicht schaffen. Also, haben wir auch mal alles gezeigt, was aber gleich passiert. Zu, wenn ich es ja gelesen habe, die sterben nicht, sondern die kriegen dann Boni oder Mali. Genau. Aber das letzte Aufbäumen. Und zwar, fangen wir an zu schießen. Bäume. Der Trupp, soll ich mir übrigens schießen? Das ist ja auch die Armee, ne? Die beiden Trupps und der PWC noch, ne? Ganz genau, mehr ist es nicht. Und der wie heißt der? Tellyman. Ja. Die soll ich mir übrigens in die. Panzerknacker. Panzerknacker, genau. Es sind noch 8 Schuss, 2, 4, 6, 7, 8. Bam, 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 bam. Oh ja. Ah, okay. Oh, alles gebrochen. Was ist los mit dem? Ich weiß auch nicht, ich brauche glaube ich neue Würfel. Zweimal. Okay, zwei stehen im Gelände. Ja. Fünfer. Ganz normaler Tag. Ganz normaler Tag. Sind mit auf der Schulter der Horst. St. Mathilda gehört den Grünhäuten. Ja. Und der Trupp soll ich mir übrigens machen das gleiche. Da hier. Bam, bam, bam. Okay, hier am Bock. Vier Treffer. Eine Wunde. Fuck! Oh! Da ist einer weg. Der Blackbird Squaller. Hey, was mit Raupe heißt der in Deutsch? Ja. Ich dachte, BBC bedeutet. Solchen Mörserraupe, glaube ich. Big Black. Big Black. Weiter? Was bedeutet das dritte? Ich weiß auch nicht, wie spielt das eigentlich? Oh Gott, oh Gott. der Slugger, also wir machen es weiter bei dem PPC. Was ist das? Whatever. Wie heißt die? Ja, solchen Raupe Schleuder. Solchen Mörserraupe. Achso. Ja, auch nicht schlecht. Okay. Schreibt es in die Kommentare, wir würden es gerne wissen. Heißt die Seuchenschleuder? Ich glaube, Seuchenraupenschleuder. Oh. Ja, der Slugger und die Entropiekanone geht in die Tankbuster. Okay. Und der Mörser geht hier auch. Nochmal eine Kanone. Auf die Kanone. Eine müssen wir ja wegkriegen. Limmel. Okay. Die Entropiekanone ist schon abgerostet. Da hier wird nichts mehr. Das ist aber und die Slugger? Ja, ja, dann kannst du nur den Kopf schütteln. Dann kannst du nur lachen. Mal, einer. Sechsen! Ja, irgendwie sowas bestimmt. Sag kurz. Oh, das sah fast so gut aus, ne? Komm. Ich gebe einen TP auf. Für den Mörser, dass er einen Schaden mehr macht? Ja, ein W6. Ja. Da ist die 2. Ich flippe aus, ey. Boah, krieg ich echt nur heiß. Einer. Ja, ist sie tot. Ja, einer. Bang! Ja, minus 2 hat die keinen 6er? Innerhalb von 3? Minus 2? Ich hab, doch, einen 6er. Ein 6er hast du doch. Ne, 5er haben die, glaube ich, nur. Nee, ah, nee, verstehe. Ja. Ich würfel mal notfalls. Nein. Ne, gut. Ne, krieg noch einen. Ne, auf die 4+. Ja, mach die 4+. Da. Nein, Johnny! Ja, dann gehen wir uns jetzt noch prügeln mit den Boys. Ja, hallo! Der Tellyman möchte gerne angreifen. Boah, jetzt bin ich am Überlegen. Abwehrfeuer. Sehen die alle? Also, Charles, leider ist da die Batterie gerade abgenörgelt. Von daher. Der Tellyman hat es geschafft und die Boys haben es auch geschafft. Und die Boys hier haben es auch geschafft. Jota möchte sich teuer und gut verkaufen. Hast du noch 2 CP? Ich habe 2 CP. Oh, die Orks können noch intervenieren. Ja. Wo willst du anfangen? Ja, natürlich Jota, wir wollen den Joti einmal sehen, ne? Ist Jota hier unten? Ja, Jota ist da drüben. Joti! Ja. Haben die Hateful Assault oder so ein Blödsinn? Die haben. Oder ist das bei der. Nee, die haben mittlerweile mehr Attacken im Profil bekommen. Es gibt 3 Attacken, sag ich. Ja. Angriff. Es gibt dieses. Nee, dieses haben die nicht. Hateful gibt es nicht mehr. Das Card hat kein Hateful. Ist wie Shop, ist aber nicht bei denen. Nicht im Kodex. Die haben eine Attacke mehr bekommen. Haben die jetzt 2 Attacken oder? Die haben 2 Attacken. Und der Chef hat 3. Oh, das ist. Ja, es ist jetzt nicht so wirklich viel, aber hey. Das Skala von 1 bis 10 ist das so 2,5, ne? Ja, so 1,7. Okay, cool. Attacke! Attacke, auf für 3. Ja, Jota. Ja, Jota. Das ist Joti. Jot. Ja. Vernöckel! Ja. Hat er überhaupt noch Stimmbänder oder Einmal. Sind die abgefault? Die sind weg. Minus? Ja, 1. Minus 1? Ja. 3 Tote. 4 Bein! Ja! Work! Er schüttelt doch nur den Kopf. Die Ork sehen erleben, Wahnsinn. So, und jetzt, in diesem Moment, ja, wird der Warboss hier mal beiseite gedrückt, das seht ihr. Und der Black Moon, so. Spannt seine Faust, so, der wird, schreit. Die gehen jetzt hier wirklich mal so zur Seite, so. Er ist 2 Tage alt, jung und ungezüm, und schreit. Die heißen Quellen! Er muss jetzt ganz vorne hier an der Front, ich weiß. Der heiße Eiter soll dich blenden. So, und dafür steht jetzt hier irgendwie der Schmuckmaster hinten. Weil wir müssen vom Style-Faktor, der muss jetzt vorne sein. Ja, wir das sind auch die Goffs, ne? Das sind die Scarboys. Das sind die Goffs. Das sind die Scarboys. Stärke 5. So, ins Gesicht. Die dürfen zuschlagen. Der darf zuschlagen. So viele dürfen nicht zuschlagen. Der Major interveniert heroisch. Nee, ich gebe gar kein CP aus, aber
Der darf da gleich als erstes zuschlagen. Das stimmt auch gar nicht, weil die ist super. Ja, genau. Wir wollen das. So, dann machen wir hier drüben. Das heißt, das sind jetzt die Attacken von den Boys. Ja, in die Panzerboys. In die Panzerboys. Ja, gut gelegt. Souverän alle. Ja. Auf der 4. Auf der 4, eins sind Rerollable. Oh, die brauchst du auch. Ach, oh, komm mal. Oi. 3 nur minus 1. Dann gehen 3. Das ist so ein trauriges Erlebnis. Okay. Dann hau ich noch kurz mit dem Taliman. 4 Attacken. Uffe 3. Stabil. Minus? Gar nichts. Wie viele? Nichts passiert. Ja. Schön, ne? Cool. Machen wir die Panzerboys zuerst. The Panzerboys. Black Moon ist das Grand Finale. Ja, okay. Ja, die haben noch 6 Attacks. Mhm. Da ist nichts Wildes. Ja. In deine Standards. Yes. Oh, eine zusätzlich. Ob Ah, ich habe vergessen, dass du ja minus 1 Widerstand hast. Yes. Wegen. Ja, würfel. Nee, das macht ja nichts. Doch, du holst auf die 3 dann. Ja, habe ich aber verpeilt. Ist egal. Ne? Ja. Drei ja. Stück? Dreimal? Auf den normalen Boys? Auf den normalen Boys. Kein Problem. Okay, dann machen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jotan! Stirbt! Tschüss, Jotan! Ich denke auch. 13, so pass auf. Yes. Als erstes, ich mach nur als erstes kommt der Oberlümmel hier. Der hier. Aha. Und geht auf deinen, der hat ja nur einen Spalter. Vielleicht schafft er, macht er das heroisch. Cool. Deswegen muss ich den alleine machen. Oh, das ist Kippe leider. Das ist Kippe. Trifft dreimal. Jetzt up der 4 plus. Und verwundet zweimal den Jutibär. Töten. Nein. Oh. 4 und 4. Oh, der kann ja gar nichts. Oh, es wird sich gewehrt. Okay, dann kriegt jetzt mal die Kills vom Bossi. Mit jedem Auge. Ja, das zeigt ihm das doch nochmal. Eine 6. Oh, das war Kippe, auch wenn er getroffen hat. Nee, dreimal nur. Okay. Und für 2. Zweimal, Stärke 10, minus 4. Hast du nichts. Minus 4? Ja. 2 Damage. Damage. Da wird die Kettensäge gegangen. Jotan bleibt stehen, aber Jotan. Er weiß schon, dass er jetzt umgeflext wird. Der arme Lurchkopf. Nee, zack. Ah, nein, du reduzierst den Schaden, meins. Ja, aber du 4 Schaden hast du gesagt, machst du. Ja, aber du ist nur ein. Zwei. Also einer, einer bleibt noch tot. Stehen. Einer bleibt stehen. Achso. Der macht 2 Damage pro, und zwei sind durch. Ach, zwei, ach so, ich hatte 4 Damage pro jetzt, deswegen, okay. Jo, ja. Sorgs, man weiß ja nicht, wo er herkommt. So, jetzt, also der Black Moon hat jetzt hier seine Chance gewittert und hat natürlich mich enttäuscht. Jetzt müssen die anderen Orks es richten. Das ist erst 3 Tage. So, der erste. Machen wir die ersten 12. Ja. Mal gucken hier. So. 2 Exploding. Oh yeah. Und up the 4. Mhm. 1. Oh, die waren gut. Die waren richtig gut. 10? Nee, 9. Wir nehmen mal die Mitte. Minus nix, ne? Nix. Nee. Und da ist ein weiterer tot. Einer tot. Eine gewiped. Und kann ich mehr so haben? Jo. Ja, das war Runde 1 von 6, oder? Von, also von, eine 6. Die 5 ist eine Stecke 5. Ja. Garstiges erstmal treffen. Ob oh, zweimal. Das können die 2 sein. 2? Nee. Hier. Ach, die 4 auch. Aber es sind schon die 2. Das sind schon die 2. Jotan ist hinüber. Gefallen. Durch. Black Moon! Black Moon's Friends! Ich werde schon den Namen sagen, aber ich will die ganze Zeit den Namen sagen. BFF. Black Moon. BMF. Black Moon's Friends. Junge Ungestüm. Die Konsole, die sind einfach nur so 3 Zollchen in die Richtung. Das ist korrekt. Mhm. So. Jetzt muss ich da hinten noch ein Leadership machen. Mhm. Ich habe wie viel verloren? 3? Das sind jetzt noch 3. Ne, einen hatte ich verloren, ne? Quatsch! Ja, doppel 6 geworfen, war das nicht? Nee, das war, da hatte ich 3 mehr verloren. Habe ich da auch voll verkackt? Ja. Mhm. 2, 8 waren es am Anfang. Jetzt sind nur noch, wie viel sind denn noch? 3. 3 hatte ich verloren. Oh, da geht der erste. Zweimal. Ja, 1 und 2. Einer. Da geht noch einer. Bleibt stehen. Ein Johnny bleibt stehen. Nee, den haben wir uns hier. Wenn ich das cool finde. Mhm. So, ja, Bewegungsphase. Wir können direkt übergehen in Runde 3. Ja, können wir direkt machen. Ja. Wer ist denn dran? Du. Ich? Oh. So, okay. Dann, ich kann 10 Punkte. Also hoch gewinne ich nicht mehr. So. Muss ich schon lang machen. Der geht hier wieder so ein Millimeterchen rüber. Und der Orks. Geht der aus dem Nacken raus? 5 Zoll? Sind sie hier? Und jetzt wird Platz gemacht für die Flut. Hello, my friends. I'm watching. Komm, ich bewege die und du machst schon mal die Schussphase. Okay.
Aber wichtig ist, der hier steht hier irgendwo. Das ist der coolste. Ja. So. Make it sexy. Make it sexy. Hallo. Rot ist immer schneller. Rot ist grüner. Mhm. So, die Advancen hier mal kurz. Und der Boss, Edward Boss. Und die anderen. Oh. Da sind die Sechsen. Inflationärer Gebrauch von Sechsen. Mhm. Ein Stück. Ein Zoll. Die hinterher so. Ihr seht, tatsächlich der Orks relativ simpel. Die gucken nur, wo sind die Ziele und einfach dahin. Wie so ein Hühnerhaufen. Einfach nur. Stumpf, stumpf, stumpf. Bleibt der Nahkampf der durch? Welcher? Der muss hier raus, ja. Der geht hier einfach. Ah, komm, dann gebe ich hier ein CP aus und versuche dich auf eine 6 zu killen. So. Ja, da waren bestimmt 3 drin, oder? Das ist aus dem Grundregelbuch. Desperate Break It, ja. Für den Trupp hier kommt eine 6. Ja. Und da ist er. Nee, auf 6 oder 1. Ich glaube, irgendwie so egal. Ist er, ne? Johnny ist tot, nein. Nein, das war der Bus mit 2 Leben. Spaß. Ja. Was? Nein. So, Erschießungsphase jetzt. Erschießungsphase. Der hier. Smasher Cannon Nummer Uno. Ich habe ein lachendes Gesicht. Hast du überhaupt was? Nee. Klar, die. Hier durch. Wir haben immer. Ach so, ja, da. Wir haben immer gesagt, von hier. Genau. Die Smasher Gun schießt einmal jetzt hier. Ja, los, komm, komm. So, der erste Trüpp, schön. Musst du liefern. Für 2. Brauchst du die gleich in die Hand, die machen minus 4. Ja, einmal. Ich brauch was in der Hand. Nichts. Oh. Der nächste in die anderen. Für 3 Schüsschen. Ob der 4. 2. Der erste. Ja. Gleich oder höher, ne? Mhm. Und der zweite. 2 und der Schaden. 4. 4. Und 4. Und 2 weggemoschert. Mhm. Und jetzt wollen wir nur noch den Charge hier sehen, ne? Ja. Ich komm, Overwatch. Verkauf mir jetzt. Verkauf mir jetzt teuer hier. So. Okay, gar nichts. Alles weg, okay. Was ich kauf. Ich verkauf mich teuer. Gar nichts. So, das ist so traurig. Taliban weg. Johnny. So. Was wünscht man so? Ich habe ja nur den Trupp angesagt. Man wünscht ihm ein hartes Brot und stumpfes Messer. Ja, ne? 8. Ich gehe hier durch. Du willst irgendwie, dass Black Moon noch irgendwas Heroisches macht. Ja, aber irgendwie. Der ist doch nicht wahr. Black Moon. So. Die kommen hinterher so. Hallo. So. Wo sind die denn? Ach, da. Ganz so. Wo sind die ganzen Boys hin? Die ganze Bolognese hier. So, dann fangen wir mal an. Ne? Möchtest du heroisch intervenieren? Ja, shut up. Komm, Schieb an, schieb ran, den Jungen. Hello. Ja, schieb ran, den Mann. Gib nochmal alles, nachdem er gerade fast einen Ork getötet hat. Ja, fast, genau. Damit hat er seine zweite Chance. Der, also. Der Lutscher kann sowieso sagen. Ja, ich wollte gerade, ja. Das ist leicht vulgär. Ja, der braucht einen Gagball. So. Dann der Junge, der jetzt schon, also mein Black Moon, der ja jetzt schon ein bisschen hier Erfahrungen gesammelt hat, ja. Und beim ersten Mal, der will jetzt sich das zweite Mal noch so ein bisschen die Hörner abstoßen, ne? Ja. So, ja, mehr geht nicht, ne? Also hier der ist. Schiebt die Moxie ran. Ja, so, nee. So, die Ende. Irgendwo ist Schluss jetzt hier. Ich muss ja noch so. Halt, stopp. Stopp. Ich glaube, so. Ich brauche noch diesen Schmäh, damit wir die Herausforderung aussprechen. Das Würfel. Okay, jetzt als erstes wieder Black Moon. Wenigstens eine Wunde, komm. Ja, komm. Eine Wunde. Auf wen? Auf Tillyman? Ja, auf den hier. So, ja. Den Rest mach ich gleich. Auf ja. Gagball. Es muss jetzt erstmal hier. Okay, er trifft schon mal. Nee, dreimal. Mhm. Das heißt schon. Ja. Siehst du? Ja, ich, Veteran, erfahren mal. Ob der 4 Boss. Oh, du Ulappen kannst gar nichts und du willst Warboss werden. Der ist ja erst 3 Tage alt. Okay. So, dann der mit der Kill. Ist noch ein Baby. Der mit der Kill. So, haut er die in die Jungs rein. Ja, niemals. Wumms, Sieg. Up the 2 plus. Wumms, Sieg. Minus. Obwohl, nee, 3 Wunden gehen durch. Ja, anderthalb sind. Minus 4, oder? Minus 4, ja. Ja, okay. Ein Schaden. Anderthalb sind Matsche. Oh. Oh, ich habe auch nur die einfache Killzahl dabei. Oh, aber irgendwie. Normalerweise, die ist ja richtig stark diesmal. Sonst. Ja, super. Das ist ja krass. Ja. Ich habe das Spiel nicht entschieden. Ja, sonst ist es ja auch nicht so. Oh, das ist laut. So, 9 Stück auf den und 2 Schlagen darauf. Ja, Leute, wir gehen noch mal überrasch aus, mich. Um noch etwas länger 2 Sechseln. Ah, ja. Kannst du noch wiederholen mit CP, die 1. Ja, nicht ja diesmal nicht. So, 2. 3, 4, 5. 5 für den einen Lurche hier. Für ein Leben jetzt. Für den einzelnen Heinzi. Und das nimmt seine richtig gebackenen Würfel hier. Nimm die Backbrötchen. Pass auf, ich misch jetzt richtig durch. Einen kleinen Mix nochmal. Ja. Und sogar einen kleinen Würfel dabei. Oh, oh. Oh, oh.
Oh, der ist richtig scheiße. Das ist sogar eine Kippe. Aber ist egal. War genau tot. Ja. Tschüss mit Üs. Tschüss. Das war noch ein Taliman, kann nochmal hauen. Taliman Banane. Doch, heroisch interveniert. Ach, ja, so, dein eine 6. Auf der 4. Ja, dreimal. Viermal. Der oh. Überlebt das doch, der Junge. Ja, nehmen wir die. Der ist fresh. Taliban Banane. Ja, ja. Souveränität. Jetzt hau drauf. Hier, so. Vier Attacken. Fuß. Trifft. Nee. Tatsächlich eine 1. Toughness 1 minus 1. Ja, dann eine einer, ja. Und der Taliban? Einer ist weggeflext. Viel noch Pain? Hab ich doch gerade gemacht mit einer 2. Nee, ich minus. Ich hab kein Minus. Okay. Oh, das wäre es gewesen. Ja, das war die Runde, wenn ich mal da rein, ne? Ja. Es kommt nochmal Runde, was ist das? 3 oder 4? Also ich glaube Runde 3, ne? Ja. Runde 3 der Death. Watch. Death Guard. Ja. Ach komm. Ja. Heldenphase. Wer ist nochmal dein Regiment? Wir sind die Harbringers. Ah, okay. Die 63. Invasionsflotte, ja, am Arsch. So, oh, ich krieg ein CP. Also ich krieg einen durch meine Heldenphase und zwei durch ihn. Der hat zu Nurgle gebeten und gesagt, bitte lieber Nurgle. Ja, ja. Der Mörser schießt. Ich gebe ein CP aus, damit der Mörser einen Schaden mehr macht und der schießt auf ihn. Und du willst bestimmt hier reinfahren, damit er dann auf den anderen schießen kann. Mit den. Ach stimmt, da war ja noch was. Ja, ich versuch's einfach mal. Ja, gut. Entropiekanonen. Trifft eine. Jetzt kommt der CP. Ja, sicher. Komm. Ja, kommen die anderen. Ja, wollo, beide. Ja, jawohl. Uffe 3. Einer, minus 4. Habe ich nichts, geht durch wie Butter. Ja, eine tot. Eine tot. Ach nee, der macht ja nur 3 Schaden. 5 Damage. 3 Schaden macht er, ja. 5 Damage? Ja. Hat er noch eine. Ah nee, warte mal, die hat noch eine Mortal im Kassel. Ja. Nee, Quatsch. Nee, dann nicht. Jetzt Heavy Slugger noch da rein. Genau. Der Heavy Slugger. Der hat Lust. Mhm. Auf der 5. Einmal Rüstung. Einer. Minus 1. Der 5 machst, ne? 4. Ist 4. Zersprengt worden. So. Dann der Mörser. Der Mörser. 3 Schuss. Ja, 3 Schuss. Oh, wieder nur einer. Nur einer hier. Aus dem Posten. Kann er ihn töten? Nein. Mit der Mortal? Nee, ne? Minus 2. Ne? Hat er einen neben. 3 Schaden. Ja, hat einfach ein Leben, ne? Damit. Oh. Eine Boltpistole von, ich glaube, Boltpistole vom Teddyman. Trifft. Ja. Einmal rüsten für die Boss. Ne, viel noch Pain. Und jetzt. Und das Röckchen. Und das Röckchen. Ja, ja, und dann dürfen die Boys zuhauen. Hack and Slay. Hack and Slay. Niemals. So, jetzt aber Black Moon. Wenn er jetzt eine Wunde macht, dann ist er der Hero. Dann ist er der Hero. Wollen wir das auch machen? Wenn er jetzt eine Wunde macht, tötet er ihn. Hm. Ja, das, ja, okay, das ist fair. Das ist fair. Der Rest tötet ihn eh. Für 3-Jährigen ist das schon gut genug, finde ich. Für 3-Tägigen. 3,5. Das ist ja seit der Schlacht bestimmt ein paar Stunden passiert. So. Oh yeah! Da kommt schon jetzt mehr als eben 4. Und jetzt komm. Eine Wunde jetzt mal. Wenigstens nur eine Wunde, Baby. Wenigstens eine Wunde. Nee. Boah, du kannst gar nichts, du Lachs! Treffen geübt, aber nicht. Du wirst noch nicht mal ein Mac. Du wirst einfach Fußabtreter von Gork und Morg. Der hat keinen Bartwuchs. Der kann gar nichts. Der hat noch nicht mal ein paar Härchen am allerwertesten. Ich glaube, dafür wird jetzt der Tellyman-Ding gleich aus dem Leben. So, der hier. Jetzt zeigt der Boss wieder, wie das geht. Hier, pass up, zweimal. Mhm. Up, die 2. Zweimal. Hat der Ritter? Ich glaube nicht. Dann kriegt er 2 Wunden erstmal. 2 Schaden, mach ich mal hier oben. Oh. Und jetzt kommt die anderen Boys im Blue. Das 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Nochmal so 5 und nochmal 2. Der wird auf dem letzten Loch nochmal geschurzt vom Taliban. So, der 6 sind. 2, 6. Und up, der 4. Oh, ouch. Zeig mal ein paar Rüste. Sag mal hier. So. 6-mal Rüsten, der hat um 3 der Lurchkopf, ne? Mhm. Da wurde einmal geschurzt. Und dann beim 2. Zimmer. Der ist tot. Der ist nur 4 Leben. Hinüber. Ja. 5 Leben hat er auch. Taliban ist tot. Taliban Banane. So. Genau. Und. Ja, weg damit. Ich glaube, da geben wir uns jetzt die Hand, oder? Ja. Mhm. So. Das war schön. Wichtig ist jetzt, was jetzt passiert. Der hat ja wahnsinnig viel Kampferfahrung gesammelt und steigt jetzt auf. Oh, Odi weg.
und ist der Boss. Mit null Leistung. Mit null Leistung. Ja, deswegen hat er ja den Speer. Also der piekst den von hinten im Rücken rein, so pieks. Ah, so ist das. Und dann hat der Warboss gesagt, hat mich da jemand gestochen und dann der nochmal pieks. Pieks. Und irgendwann... Weggeschutzt. Genau. Da war zufällig noch Gift dran, irgendwie so ein bisschen, was den geschadet hat und dann ist er umgefallen. Und damit melden wir uns gleich zurück zur Nachbesprechung. Boah, ich hätte allerdings in der Tino WLAN mitmachen können. GZ-OZ. GZ-OZ. Oh yeah. Oh Gott, ey. Mach mal Pause jetzt. Nee, wir machen jetzt Nachbesprechung und heute nicht taktisch, sondern narrativ. Narrativ. Und so, mit Auswürfelei. Und dann stirbt sogar noch. So Leute, der Nebel der Schlacht hat sich verzogen. Die Orks sind gelandet, haben die Death Guard offensichtlich überrascht. Mhm. Was ist jetzt genau geschichtlich hier passiert und wie geht's von ihr weiter? Also erstmal, der hier, ja, der war der heftigste quasi gesehen. Ja. Mein Bodybuilder, Black Moon, ja. Eindeutig, wie ihr gesehen habt, so ein ganz klassischer Pumper, ja, sieht gut aus, kann aber nichts von der Kraft her, hat nichts gerissen. Treffen kann er. Mann, ist das ein Happen. Und mit dem soll ich die Kampagne spielen? Ja, wird besser, alles ja. Besser. Ich hoffe es. Ja, die Deska wurde überrannt. Sehr, wie sagt man, gut. Einmal Daumen gemacht. Man muss einfach sagen, ohne Kommandostab war einfach nicht die nötige Führung da. Nee. Und die Wildheit und Ungestümheit der Orks hat sie überrascht. Mhm. Und sie hatten ihnen wirklich leider fast nichts entgegenzusetzen. Ja. Das wird aber, denke ich mal, in der nächsten Schlachtbesprechung im Kommandostab nochmal besprochen. Oh, ganz viel besprochen jetzt gerade gesagt. Und St. Mathilda ist gefallen, beziehungsweise ist jetzt hat einen neuen Herrscher, die Grünhäute. Mhm. Achso, jemand übernimmt das dann gleich, die Stadt? Ja, das ist seins. Der Brocken ist gelandet. So, wichtig ist, die Goths, die haben jetzt hier die Stadt eingenommen. Und was kommt nach den Goths? Ja, jetzt kommen... Noch mehr Goths. Nee, jetzt kommen die Evil Sons demnächst mal im Battle Report. Oder was Schnelles, Heizerkult und so. Und machen den Scouten. Juju! Juju? Mit Chillin? Ja, immer. Juju mit Chillin. Das ist alles hier lang. Juju mit Chillin. Oder vielleicht auch, ich weiß noch nicht, vielleicht auch Blood Axes, die irgendwie so ganz, ganz, ganz schlau sind und. Die Option. Also getan, so reingesetzt. Genau, das weiß ich noch nicht. Eins von den beiden. Ich will auf jeden Fall alle 6 Hauptfraktionen einmal durchspielen in der Kampagne. Ja. Das ist so die Idee dahinter. Das war nicht schlecht. Aber es kommt ja noch was. Wir haben ja gesehen, dass Jotan es nicht geschafft hat. Ich habe jetzt die Ehre, 1W6 zu würfeln und mal gucken, was mit meinem Würfel passiert. Das machen wir auch genau so, damit es nicht irgendwie, oh, ihr habt das so gewürfelt, dass es so kommt und so. Genau. Was passiert jetzt? Was würfelst du? 1W6, aber... Eine 4. Eine 4. So. Ah, ach, guck mal. Drittes Bein und ist dann minus 2 Minuten. Die Regel sagt, ich spüre keinen Puls, wir verlieren ihn. Mehr Adrenalin! Sagt der Orkboy oder der Apotheker. So. Die Wunde hat sich infiziert und die Sanitäter, Medics, Apothekari, Docs kämpfen um das Leben des Charakters. Ist das nicht wieder gut? Bei ja, pass auf. Geh noch weiter. Wiederhole den Wurf auf dieser Tabelle. Wenn man Glück hat, sollte das Ergebnis 4 wieder ausgewürfelt werden, so wirf ein W6 und ermittle das Resultat auf der folgenden Punkten. Ja, machen wir. So, hopp. Das ist die 1. Und das war's. Das tut? Ich spüre keinen Puls. Mein Charakter ist so schwer verletzt worden. Du wirst mich doch im Spiel schlecht. Und jetzt? Wenn das richtig ist, schon scheiße. Also, mein Charakter setzt für 2 Runden aus. Ich erhalte keine zusätzlichen 3 Punkte, sollte ich das Spiel mal gewinnen. Jota kann ja gar nicht. Sobald dein Charakter wieder spielbar ist, reduziere deine Siegespunkte um 50% für das Spiel, in dem dein Charakter wiederkommt. Also in Runde 3, nee, Runde 2. Im dritten Spiel kommt er wieder. Nee, im vierten Spiel kommt er wieder. Und daran halbiere ich für das Spiel meine Punkte. Ja, richtig geil. Richtig geil. Ja, richtig gut. Nicht. Ja, da musst du dich halt mal nicht auf den Charakter konzentrieren, sondern auf die anderen. Genau, ich kann jetzt frei spielen. Ich kann jetzt wirklich entspannt sagen. Oh, so. Ist was mit dem durch hier passiert? Oder? Nö, der ist gut. Der ist gut, der lebt noch. Aber der hat weder was getötet, also er hat keinen Charakter getötet, er ist nicht... Aber wenn er Wann passiert was? Wenn er Charaktere tötet? Wenn er Einheiten auch tötet? Du kannst im Laufe des Spiels sowas wie Heldentaten zwischen machen. Mhm. Das wäre zum einen gewesen, erreiche die Kante des gegnerischen Aufstellungsbereichs. Gut, also, dass du es jetzt sagst. Obwohl, das habe ich doch geschafft. Ich habe gesagt, lest euch die Regeln durch. Ich habe es geschafft in der letzten Spielrunde. In der letzten Runde würdest du es tatsächlich sogar noch schaffen. Tada! Vernichte eines Monsters oder Fahrzeugs.
Töte den Charakter deines Feindes oder halte mindestens 3 Runden eine Mission. Er hatte alle Chancen, das zu machen. Habe ich schon jemand? Den Charakter zu töten, nee. Klar, der Trupp hat er doch erledigt. Der Trupp, aber nicht, nicht er selbst. Ach so. Ja. Ja. Da musst du so würfeln, dass er dann mit seinen Attacken auch tötet. Ja. Okay, die Spielfeldkante, da einigen wir uns doch drauf, dass ich dann erreiche. Ja, kannst du haben. Ja. Juhu! Da kriegst du nochmal 2 Punkte extra. Ist es ja so, dass wenn jetzt Black Moon zum Beispiel nächstes Spiel wiederbekommt, ist er, kann er bis zu 20 Punkte... In der nächsten Spielrunde. Ah, Runde erst. Also okay. Spiel 3 wäre das dann. Also eigentlich muss er noch Erfahrung sammeln. Genau. Ja, eindeutig. Also nach der jetzigen Leistung, ja. Also einmal sollte er noch testen. Mhm. Wie viele Punkte müssen wir denn sehen? Die Siegespunkte der pro Runde? Oder wie? Nee, du kriegst aber 20 Punkte nach der Runde. Genau. Für deinen Charakter. Ach so, okay. Ja. Also man muss die Siegespunkte auch für die anderen ja nicht erst ausgeben. Nein, gar nicht. Nein, es geht nur darum. Das hat damit nichts zu tun. Was bringen dann die Siegespunkte jetzt insgesamt, dass er jetzt... Zum einen in der Wertung, wo du stehst, in der... Gesamtwertung. In der Gesamtwertung, wo du bist. Ja, okay. Und Ruhe. Ja, Ruhe. Wer quasi der King hier gerade ist. Okay. Das erste Spiel, das sind jetzt die Orks gerade der King. Na, jetzt darf ich aber die Stadt umbenennen, ne? In Mosha City, oder? Mosha City? Mosha City ist das hier. Okay. Definitiv. Ich schreibe mir das einfach mal direkt auf. Das ist ja klar. Mosha City. Nicht Mosha Hellhole oder so? Nein, das ist Mosha City. Okay. Das war's, Freunde? Die Hells Morshas aus dem Brocken. War. Der Brocken quasi. Du musst doch so einen Brocken einzeichnen, ne? Von den Hells Morshas. Das ist auch noch wichtig. Das sind ja nicht die Bandit-Orks oder so. Die Bandit-Orks? Die Bandit-Orks kommen später noch dazu. Ach so, okay. Wenn der Wort größer wird. Okay. Verstehst du, was ich meine? Ja. Okay. Irgendwas ist es. Ja, dann ist es bildtechnisch. Das ist Bild. 1A, das ist die Schrift des Orks. Das könnte auch eine Insel mit einem Vulkan sein. Mhm. Oder Ute. Ja. Gut, Leute. Das war die Story von heute, das erste Kapitel, die erste Episode. Wir hoffen, ihr hattet auch so viel Spaß wie wir. Ja, war, ist mal ein anderes Format, anderes Feld, andere Regeln, alles einfach auch ein bisschen kürzer, aber ich denke auch mal was anderes erfrischend und auch mal für euch konsumierbar. Gebt uns gerne Feedback in den Kommis und alles, wie es da aussieht. Ihr wisst, jedes Abo, jeder Like, wenn ihr es weiter sagt, hilft uns zu wachsen und so. Und wenn ihr generell einfach mit und unterstützen wollt, was die Kings of the Hill machen, geht mal auf www.ko-fi.com/kingsofthehill. Dort könnt ihr rechts oben unter Support einfach per PayPal spenden, Alter, einmalig oder monatlich. Oder unter Services bei Commissions, alles andere. Wenigstens kommst du über eine 2. Über eine 2 gekommen, super. Ja. Ihr seht, der Frust in den Würfeln ist noch tief. Der Glaube an das Herz der Würfel muss erneuert werden. Von daher, Leute, bei gesund. Lukas, cool, dass du heute hier warst. Major. Gerne. Haltet die Ohren steif. Bis bald. Ich gehe dann wieder in meinem Keller, ja? Ciao. Ja, tschüss. Ich mache mir neue Würfel. Stunde 0. Neue Daten wurden dem Taliban zugespielt und nun war klar, was für eine Flotte sich im Orbit gesammelt hat. Orks, spie der Taliban aus. Diese Biester sind überall in der Galaxis verstreut. Entgeht Befehl an Lord Typhus, dass wir Besuch erhalten haben. Ein Sklave, beraubt von Fleisch seines Gesichtes und ersetzt durch dunkle Gerätschaften vergangener Tage, wurde gesagt, dass er das wiedergeben konnte. Der Körper des Sklaven war klein und mit dem eitrigen Blasen und offenen Wunden übersät. Hier und da konnte man eine faustgroße Made erkennen, die sich ein Loch in den Körper gefressen hat, den Sklaven aber damit nicht umbrachte. Der Untergebene drehte sich weg. Im selben Augenblick war ein ohrenbetäubender Knall zu hören und die Erde fing an zu beben. Alle Legionäre blickten zum Himmel. Die Poxwalker hingegen rempelten sich gegenseitig an und standen sich sogar quasi gegenseitig im Weg. Am Himmel war ein riesiger Feuerball zu sehen, der sich in Richtung St. Mathilda herabstürzte. Wenige Sekunden später schlug der Körper in den Boden um die Stadt herum ein. Verankerungen lösten sich, Ketten rasselten, kleine grüne Gestalten rannten umher. Inmitten des Raumes stand eine gewaltige Gestalt da, größer als jeder Space Marine, gehüllt in einen roten Umhang und einem behäbigen Speer in seiner Hand. Vor Erregung lief ihm der Speichel aus dem Mundwinkel. »Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Ja!« begann er zu rufen. Allerdings schon in einer Art, als würde er ein Lied anstimmen. Wie ein Fangesang. Die anderen Krieger taten es ihm gleich und stimmten mit ein. Die Schubdüsen ihres modifizierten Transporters starteten und Grotze wurden durch die Luft gewirbelt. Der Ork mit dem Umhang stemmte sich gegen die Kraft der Beschleunigung. Mehrere Orks wurden gegen die Wand und aus ihnen das Leben gedrückt, als die Nachbrenner sich aktivierten. Noch immer sangen sie
im Chor. Jetzt geht es los! Jetzt geht es los! Der Brocken der Orks war auf Kurs. Nachdem der Transporter der Orks sich tief in die Erdkruste beim Einschlag gebohrt hatte, nahm die Death Guard Formation auf, um den Angreifer abzuwehren. Allerdings waren die Orks nicht außer Tritt gekommen, nachdem ihr Körper in den Boden eingeschlagen war, beziehungsweise ihr Vehikel, Transporter. Schreiend und nach Morg und Gorg rufend fielen sie in St. Mathilda ein. Krotze hatten zwar kurze Beine, waren aber flink gewesen. Sie nahmen Stellung vor einem gewaltigen, ca. 30 Boys starken Mob ein. Auf der rechten Flanke schoben sich 3 Mac-Smasher-Guns und ein paar Boys in Richtung der Schlachtlinie. Das rumpelnde Ungetüm eines Trucks auf der anderen Seite der Schlachtlinie beherbergte Orks mit länglichen Waffen, die eine etwas breitere Spitze hatten und eine raketenartige Munition beinhielten. Zumindest hatte es den Anschein. Die Death Guard nahm hinter 2 Ruinen Stellung. Hinter einem Gebäude verschanzte sich ein Plagueburst-Crawler. Taliban Batush Apir stellte sich neben die deformierten Panzer. Umringt wurde er und das Fahrzeug von Poxwalkern. 2 kleine Trupps der Plague Marines verteilten sich in aufgereihter Formation. Die verbliebene Hellbrut stapfte in die Mitte der Death Guard rein umher und nahm auch ebenfalls Stellung. Gerade als sich Legionäre auf den Feind stürzen wollten, traf die Hellbrut eine Salve von primitiven Raketen, wie es sich dann später herausstellte, von Panzerknackern abgefeuert. Die Hellbrut ist in einem riesigen Knall explodiert und zerstört worden. Völlig überrumpelt von der schieren Masse an Feuerkraft fielen einige der verfaulten Krieger Nurgles. Man könnte meinen, es waren sehr gezielte Schüsse, dabei war es einfach die schiere Anzahl und Masse an wildem Feuer, was in alle Richtungen verstreut war und die Krieger traf. Den ersten Angriff überwunden, sollte nun der Gegenangriff gestartet werden. Die Entropiekanonen des Plagueburst-Crawler trafen den Truck der Grünhäute und ließen ihn in einem Feuerball vergehen. Der Mörser verletzte nur eine MacGun leicht. Das Bolterfeuer der Marines nahm nur wenigen Orks das Leben, die sich leichter damit taten, ihre kleinen grünen Gefährten, die Grotze, vor sich zu halten und als lebende Schilde zu benutzen. Nun waren die Orks sehr nah. Nun waren sie noch gefährlicher, noch wilder. Jetzt kamen sie in Nahkampfreichweite. Mit ihren Messern, die sie selbst Spalter nennen, waren diese Biester um ein deutliches gefährlicher. Vollkommen überwältigt von der schieren Masse konnten die Legionäre der Death Guard keinen Schaden an den neuen Angreifern entgegenbringen oder anbringen. Taliban Batush Apir war der Letzte, der sich gegen die Grüne Flut stellte und in dieser aber unterging. Alle Angehörigen der Legion wurden gänzlich vernichtet. Einzig der Plagueburst-Crawler konnte sich in Sicherheit bringen und kaum Schaden davonnehmen, denn die Panzerung erwies sich als sehr, sehr zäh und stark für die Grünhäute. Die Orks hatten St. Mathilda eingenommen, allerdings hatte ein Orkboy nicht vor, den Namen so zu lassen. Nachts brachte er eine Fahne auf dem letzten verbliebenen Turm der Stadt an. Darauf stand: Willkommen in Mosha City. Wag!